Hallihallöchen zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren brandneuen Folge mit Pokémon Let's Go Evoli. Ja, wir haben jetzt Prismania unsere beiden Pokémon entwickelt, einmal das Pikachu und einmal das Vulpix. Und wir sind jetzt beim Rocket Gamer Paradies und werden uns jetzt hier ein bisschen umschauen. Ha, komm schon. Los, nur noch ein bisschen. Ach, fast hätte ich es geschafft. Sag mal, Jesse, sollten wir nicht langsam ins Versteck zurückkehren? Was denn? Wir werden doch wohl unsere vollverdiente Freizeit genießen können. Eben haben wir den Boss vorhin einen Astreiter des Getragosso mitgebracht. Außerdem habe ich schon wieder vergessen, wie die Geheimtür zum Versteck aufgeht. Du musst das Poster untersuchen. Du weißt schon, das Poster mit dem Flugkörper, der so gut unter unserem Namen passt. Ja, Rocket, ne? Logisch. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass die beiden Glücksspieler sind. Man muss allerdings auch dazu sagen, ich finde sogar geil, wie der Arena Fuzzi selber an den Automaten spielt. Aber das sieht eher aus als irgendwie irgendwelche Arcades. Hä? Flugkörper, der zu unserem Namen passt? Ich verstehe nur Bahnhof. Mann, du hast echt eine lange Leitung. Alles gut, ich gebe dir noch einen Tipp. Der Name des Flugkörpers reimt sich auf Pakete. Ha. Das ist jetzt, das ist schon etwas leichter. Und meine Güte, ich habe mir schon gedacht, dass Jesse an der Stelle dieses hackige Sitzen hat. Das war schon klar. Und Mauzi schläft da oben am Automaten. Oh, ist das süß. Na Mauzi, was geht ab? Oh, Mauzi ist so süß. So, dann gehen wir mal kurz die ganzen Leute anquatschen. Und sind die Spielmünzen ausgegangen. Übrigens, könntest du das bitte unterlassen, die Wände zu untersuchen? Das gehört sich einfach nicht. Okay, wenn du meinst. Videospiele sind perfekte Training für die Reflexe. Ja, auch ich, der Zellos, unterstütze diese Aussage. Ich liebe dieses Spiel, bei dem man mit einem Pokémon durch die Luft fliegt. Aber im echten Leben einfach abheben zu können, wäre doch viel cooler. Kannst du das Megafon wegstecken? Danke. Puh, ich mache eine kurze Pause. Bei Videospielen sollte man grundsätzlich öfter mal ein Päuschen einlegen. Ah, ist das eine Andeutung? Zocke ich zu viel? Ist das eure Aussage? Okay. Ja, glaube ich euch irgendwie nicht so wirklich Nintendo. Hohoho, ich habe meinen eigenen Highscore geknackt. So kann das gerne jeden Tag laufen. Ja, ja. So, und hier haben wir einen Automaten mit Tafelwasser und Sprudel, okay. Steht aber allerdings, wie es aussieht, jemand vor dem Poster. Mein Job ist es, dieses Poster zu bewachen. Wer sich mit mir anlegen will, der wird's bereuen. Oh! Okay, ich wollte eigentlich nicht unbedingt kämpfen, ich wollte einfach nur dir sagen, hallo. Aber okay, wenn du kämpfen willst. Hallo Sonic, was geht ab? Ich habe den Typ angesprochen, der bewacht anscheinend ein Poster und hat mich dann anschließend einfach angegriffen. Irgendwas ist da merkwürdig. So, ja. Pokémon Let's Go Evoli. Weiter geht's mit unserem Abenteuer. Oh, ein Radikal mit Hyperzahn. Okay. Superzahn und Hyperzahn waren richtig gut damals. Das ist eigentlich auch jetzt noch. Allerdings gibt es jetzt recht viele Pokémon, die das jetzt können. Wohl bei Superzahn bin ich mir gar nicht sicher. Wie gesagt, das war jetzt Level 32. Sehr schön. Oh Mann, das gibt Ärger. Muss ich natürlich immer schön mein Beitrag zum Oh, dieser Knospe entwickelt sich? Ich dachte, das entwickelt sich in Level 36. Hat sich da was geändert? Auf jeden Fall, dieser Knospe entwickelt sich. Wow. Überhaupt nicht merkwürdig, nicht wahr? Gell, Sonic? Das mit dem Poster. Ja, Bisaflor! Ich liebe Bisaflor! Gott, ist es schön! Ja, Mann! Aus Blume auf seinem Rücken absorbiert Sonnenlicht und kann dieses in Energie umwandeln. Geil! Und er kann wahrscheinlich. Oh, Blättertanz. Das ist gut. Das ist gut. Seine Statuswerte sind auch eher für Dings ausgelegt. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Jawohl, das war dieser Angriff. Dann würde ich einfach mal sagen, wir ditchen an der Stelle das Rasierblatt weg. Brauchen wir an der Stelle nicht. Später kriegen wir sowas wie Megasauger und Gigasauger und sowas. Unglaublich gut. Aber Blättertanz ist auf jeden Fall ein direkt richtig guter Einstieg. Wenn das weitergeht, fliegt doch noch auf, wo wir vom Tyrannosaurus so Versteck haben. Ich muss dringend den Boss drehen. Alles klar. Oh, hinter dem Poster ist ein versteckter Schalter. Dann schließ dich, ihn zu betätigen. Klick! Oh! Du hast wohl irgendwo in der Nähe ein lautes Geräusch. Aha.
So geil, wie Jesse dabei auch noch rüber guckt und keiner beachtet mich an der Stelle. Sehr schön. Dann gehen wir einfach mal runter hier. Rocket Versteck. Aber wenigstens haben sie hier überall Feuerlöscher. Das ist eine Firma, die was auf Sicherheit gibt. Das ist gut. Was? Wer bist du? Und wie bist du hier reingekommen? Ich liebe diese Überleitung. Das ist aber typisch für Pokémon, diese One-Liner und dann anschließend plötzlich. Ich fand das damals schon sehr cool, mit seinen eigenen Pokémon an der Stelle hier eine böse Organisation hochzunehmen. Fand ich schon sehr, sehr, sehr geil. Aber bei Rot und Blau war das halt noch ein bisschen meh. Weil irgendwie. Ja, wobei, das war schon was Besonderes, muss man sagen. Das Smogon hat an der Stelle sich selbst umgebracht, alles klar. War schon sehr cool, aber irgendwie hat mir doch ein bisschen was gefehlt. So, irgendwie war das Epische so ein bisschen weg. Später mit Pokémon Schwarz und Weiß habe ich dann schon irgendwie den Eindruck gehabt, okay, die Typen, das sind eigentlich keine schlechten Leute. Die wollen dem Pokémon nur Gutes. Nur die Art und Weise, wie sie es umsetzen, ist halt an der Stelle schlecht und kriminell. Und das sollte man Einhalt gebieten. Aber irgendwie treffen da Ideologien aufeinander. Und das fand ich sehr interessant. Team Rocket ist schlicht und einfach böse. Ja, die machen kriminelle Aktivitäten mit ihren Pokémon. Klauen Pokémon. Rauben Banken aus, kann ich mir vorstellen. Weiß ich doch nicht. Wie Smogon guckt, ja. Vor allen Dingen hätte ich es lustig gefunden, wenn Smogon so mal kurz nach hinten geblickt hätte. Ist das dein Ernst? Finale? Du willst wirklich, dass ich Finale einsetze? Aber wir haben so viel miteinander erlebt und wir haben so viel gesehen und... Ja, okay. Und auch das Grinsen, ja. Die ganze Zeit grinst das Smogon. Hey, yo, Lifeline, was geht ab? Wir spielen Pokémon. Ja, das männlichste aller Spiele. Und es ist überhaupt nicht merkwürdig, dass ich als Erwachsener hier Pokémon spiele. Nein, ist es nicht. Wenn ich das sage, ist das so. Verflixt und zugenäht. Du nimmst Team Rocket nicht ernst, oder? Naja, so ist es. So ist es. Die sind einfach böse. Wir sind wie die Daltons. Kennt ihr noch die Daltons? Aus Lucky Luke. Das sind für mich die Team Rocket Leute. Ja, dieser miese Lucky Luke. Dieser miese 10-jährige Pokémon-Trainer. Was soll... Wir müssten eigentlich eine Sicherheitsanlage haben gegen diese ganzen 10-jährigen Pokémon-Trainer. Ja, gell? Daran ist überhaupt nichts beschämend, finde ich. Pokémon-Spiel mit 10. Ich meine mit 29. Absolut okay. Nee, ist auch immer, wie gesagt, ein Nostalgie-Trip für mich. Ich liebe das einfach. Und wenn ich das... Ich habe das immer wieder im Kopf, wie das früher für mich war, mit dieser ganzen 8-Bit-Grafik und wie das jetzt heute aussieht. Das ist so ein Riesensprung. Und das Ganze auf einem handheldfähigen Konsole. Ich bin immer noch begeistert über die Switch. Der Rikus ist so ein bisschen von der Haltung her, dass er noch nicht ganz für sich entschieden hat, ob sich die Switch jetzt für ihn gelohnt hat oder nicht. Ich bin aber einer von den Leuten, wo ich sage, absolut. Jedes Spiel, das für mich ein Vollzeitspiel ist, also sage ich, wo 40 Stunden investiert werden können, du aber auch jederzeit on the go mitnehmen kannst, das ist für mich schon mega geil. Da will ich lieber diese Version haben als die PC-Version, die vielleicht ein bisschen bessere Auflösung und Grafik hat. Das interessiert mich dann um einiges weniger. Ich muss dazu aber auch sagen, ich bin ein Nintendo-Gelehrter. Von Kindheitstagen Nintendo, Nintendo, Nintendo. Erst mit 16, 17 habe ich angefangen, die ersten PlayStation-Konsolen mal anzuschauen. Beziehungsweise zu emulieren. Keine PS4 gehabt und keine PS2. Psst, nicht so laut. Ist dir auch niemand gefolgt? Ha. Gut. Ich bin nämlich eine schöne Spionin auf einer Cover-Mission, musst du wissen. Wow, der hat sich gerade selbst schön genannt. Bisschen eingebildet, die Kleine. Was macht denn ein Kind wie du an so einem gefährlichen Ort? Will Team Rocket besiegen. Du hast Mumm, das gefällt mir. Weißt du was? Als kleines Andenken an unser Treffen kriegst du von mir ein Geschenk. Oh yeah, das Rocket Set. Wenn du das trägst, siehst du gleich wie ein rechtes Mitglied von Team Rocket aus. Bei deiner Größe merkt man allerdings sofort, dass es nur eine Verkleidung ist. Oh. Und verrätst, dass ich eine Spionin bin, dann setzt was.
Oh Gott. Ja, Game Boy Advance mit Pokémon Blau. Ja, das war sehr gut. Das war sehr, sehr, sehr schön. Dann würde ich einfach mal sagen, nehmen wir auch einfach mal an der Stelle ihr Angebot wahr. Ja, und gehen hier mit einem Team Rocket Set durch die Gegend. Ja, und tun so, als wären wir vom Team Rocket. Ich meine, natürlich sind wir vom Team Rocket. Wir sind da alles andere wäre ja eine Farce. So. Müssen wir wohl an der Stelle unser sehr schönes geordnetes Set hier ablegen und hier einen auf Bösewicht machen. Aber so ist das. Ja. Ah, okay. Irgendwie mag ich die Jacke. Das Shirt mag ich nicht unbedingt. Aber obwohl die Kombination sieht tatsächlich nicht mal so schlecht aus. So, Rocket-Tasche. Wir sind Fans von T-Rocket, yeah! aber mit dem Evoli auf dem Kopf bin ich doch genauso groß wie ein Mitglied von Team Rocket, oder? Das zählt doch, oder? Oder? Oh, Gameboy sogar neben sich liegen, das ist nice. Gell, das ist schon sehr nice. Hallo! Mitglied von Team Rocket, so wie ich einer bin. Ich habe gehört, mit einem Stethoscope kann man alles durchschauen, sogar Gespenster. Das war so klar. Ich mag das total. Ja, Rüpel, greif dich an. Ich habe keinen Namen. Ich heiße Rüpel. Rüpel von Team Rocket. Oh, Hypno. Hypno war eigentlich sehr stark. Damals schon. Aber ich habe einen Raichu. Leider kann es kein Biss. Aber weißt du was? Dafür kann er Donner. Kann sie Donner. Entschuldigung. Ja, das ist ganz gut. Ganz okay. Ja, doch nur. Macht natürlich gut Schaden, weil mein Raichu echte Probleme hat mit Nahkampfangriffen. Oh, das gleiche Blau wie in Pokémon. Oh ja, ich hab. Muss gerade selber überlegen. Mein Game Boy Advance, das war der durchsichtige. Das war dieser, wo du dann die inneren Teile sehen konntest, die Lötstellen und alles. Das fand ich sehr geil. Das habe ich auch dann später fortgeführt. Lass mich nochmal überlegen. Entsprechend mit dem Switch Pro Controller. Das habe ich einfach so geliebt, dass man die Teile da drin sehen kann. Ich glaube, mein Game Boy Color war ebenfalls der durchsichtige. Wo du dann schön die Sachen sehen kannst. Und Kaskade kann mein Garados lernen sehr, sehr gut. Ich glaube, das hat sogar 80 Stärke. Genau, aber in dem Moment deutlich wertvoller als Siedewasser. Perfekter Mundo. Da wird auch mal langsam was aus unserem Garados hier. Mir war das gar nicht so bewusst am Anfang, dass das hier, was ich jetzt spiele mit Evoli, ist Pokémon Blau. Habe ich auch erst nicht gecheckt. Bis mir der Barry da gesagt hat, halt stopp, denk dran, du kannst Vulpix fangen. Ja und? Ja, Vulpix kommt nur in Pokémon Blau vor. Ja und weiter? Ja, ich krieg Vulcanos und du kannst keine Vulpix kriegen. Warte, halt stopp, ist das hier Rot und Blau? Tatsächlich. Ich dachte, okay, cool. Game Boy Advance SP. Ah, das mit dem, dass man aufklappen kann. Das ist cool. Ich habe den alten Advance gehabt. Den ganz normalen, den standmäßigen. Auf dem Advance habe ich allerdings, außer, sage ich mal, Pokémon Rubin und Saphir, habe ich unglaublich viel Golden Sun gespielt. Ich bin so traurig darüber, dass da kein Golden Sun mehr kommt. Oder, dass erstmal nichts bekannt ist, auf jeden Fall. Die haben da dieses Dark Age, oder wie das hieß, haben sie rausgebracht für den DS. Und seitdem ist wieder Totenstille rund um Golden Sun. Und ich finde es eigentlich schade, weil es auch so eines dieser Spiele ist, die ich aus der Kindheit habe. Super Mario Land aus dem Game Boy. Ah, oh. Game Boy war auch so meine Zeit. Natürlich Pokémon. Und dann gab es noch die Mega Man Spiele. Die waren richtig schwer. Da habe ich da echt extremst lange gebraucht, bis ich mich an die Geschwindigkeit von Mega Man gewöhnt habe. Weil das ist alles ein bisschen langsamer, ein bisschen träger als beim Nintendo. Später habe ich dann auch ein Nintendo gehabt, habe dann den direkten Vergleich gehabt und gedacht, okay, schon deutlich anders. Und ich gucke, dass ich möglichst alle Items verwische hier an der Stelle, aber das wird, glaube ich, gar nicht mal so leichter. So viel merken kann ich mir auch nicht mehr, so alt wie ich bin. Hahaha, alt, sagt er. So. Okay. Ah ja, so war das.
Oh, ich habe doch das obere erwischt. Ich habe gerade gedacht, ist das jetzt das obere oder untere? Das war schon manchmal ein Zuchtspiel, Super Mario Land 2, das stimmt, ja. Oh, und der richtige Schlüssel scheint sich hier gar nichts zu tun. Okay, also muss ich wohl, wie es aussieht, erstmal einen Schlüssel finden. Auch kein Problem, kriegen wir gleich hin. Aha, für den SNES, den Adapter für die Gameboy-Spiele. Das war unglaublich geiler Shit, fand ich damals. Das war unglaublich geil. Ich war ein großer Fan von diesen ganzen Adapter-Dingern. Von den SNES habe ich mir dieses Adapter-Ding geholt. Für die N64, selbstverständlich für Pokémon Stadium damals. Dieses Gameboy-Gedöns, das du dir holen konntest. Ich meine, es war nur kompatibel, also es war kompatibel mit allen Spielen, aber ich glaube, nur wenige Spiele haben tatsächlich unterstützt. Dass man da auch irgendwas anderes zocken konnte als jetzt Pokémon. Bin ich nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube so zum 90%. Und ich überlege jetzt gerade, ich glaube auf der Wii, nee, auf dem GameCube gab es nochmal dieses Adapter-Ding, wodurch du Game Boy Advance und alles runter Spiele zocken konntest auf dem GameCube mit GameCube Controller auf dem riesigen Bildschirm. Das war sehr geil. Das war sehr geil. Da habe ich Final Fantasy Tactics Advance gespielt auf dem riesen Bildschirm. Oh, das war so ein riesen Unterschied. War so geil. Okay, packe aus. Wenn du zum Boss willst, nimm den Aufzug. Okay. Ich hatte mal kurz, wie alt der Lifeline ist. Ich vermute mal stark, der ist ungefähr meine Generation. Vielleicht noch ein klein bisschen jünger. Nee. Ich sage, er ist älter. Du bist wahrscheinlich Anfang 30. 33. Eindringling gesichtet. Ja, und Super Mario 64 ist der absolute Hammer. Der Rico ist dich. Ach, ich mag die weibliche Pocket-Rüpelin. Die sieht voll knuffig aus. Auf jeden Fall zum Thema. Lifeline ist Nummer 19. Krass. Ja, dann hast du noch einiges vor dir hier an der Stelle. Hier. Guck mal, ich bin alter Sack, 29. Da war ich schon 10 Jahre, als du gerade geschlüpft bist. Nee, aber ich finde das ganz cool, wenn man so früh einsteigen kann in sowas. Dann haben aber deine Eltern an der Stelle aber gut unterstützt, weil sie SNES hatten mit der ganzen und mit der Unterstützung SNES Adapter Spiel und sowas. Da haben sie noch eine SNES gehabt. Cool. Alter, mein Reitschuh hat's knapp überlebt. Alter Falter. Ah, das reicht aber. Ja, sehr gut. Ja, genau, ich bin 1989 geboren. Steinalt, du. Steinalt. So. Genau, und auf jeden Fall Super Mario 64. Absolut geil. Der Rico und ich haben es geraced. Wir haben es dann auf dem Kanal hochgeladen. Ich fand es echt geil, mal als Herausforderung sich hier zu sagen, okay, wer schafft in 2 Stunden am meisten Sterne? Inzwischen kann ich es ja sagen, das war dann im Endeffekt der Rikus. Aber es war knapp, es war knapp. Es ist eines dieser Spiele, wo es nicht absolut eindeutig ist, dass man vorrein weiß, wer könnte das machen. So, und jetzt natürlich haben wir hier keinen Tracker so. Das heißt, wir müssen uns noch ein bisschen auf die Suche machen. Und ich guck mal kurz auf die Uhr. Und wir haben leider auch schon 18 Minuten bei der Folge. Da würde ich mal sagen, wir gehen nochmal ganz kurz hier rüber zu der nächsten Treppe. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder von Pokémon Let's Go Evoli. Wir werden uns hier natürlich als Team Rocket Rüpel hier durch das Versteck kloppen. Und ja, mal schauen, ob wir das kleine Dragosso finden können. Und ob wir dann auch wiederentdeckt werden als Team Rocket Rüpel. Ich meine, hallo, wir sind jetzt Teil von Team Rocket. Ich meine, die können uns nicht alle angreifen jetzt hier. Das können sie doch nicht mehr machen. Das ist böse sowas. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.